Hallo zusammen! In diesem Video habe ich mir wieder ein Outfit für euch. Es ist etwas, was ich irgendwie noch nie so angezogen habe bzw. kombiniert habe. Ich habe es schon öfters so in Zeitschriften gesehen oder auf Blogs, aber die Kombination habe ich selbst noch nie so getragen. Ich werde es jetzt einfach mal so Schritt für Schritt zeigen und ihr könnt mir gerne eure Meinung da lassen. Also erstmal hier oben, ich habe ein Jeanshemd an, das ist aktuell von H&M. Und darüber so eine weinrote Jacke, die ist von letztem Jahr von H&M. Und dann habe ich hier das Jeanshemd in so eine High-Waist-Jeans gesteckt. Das habe ich persönlich jetzt noch nie so getragen, weil ich hatte bis jetzt keine High-Waist-Jeans, weil die meisten, haben irgendwie nicht so gepasst bei meiner Figur. Aber die finde ich auch jetzt eigentlich ganz okay. Auch das Schwarz ist ganz schön, dann so der Strumpfhose und auch so ein Kontrast, weil man zieht zwar momentan Jeans hell gewaschen, dunkel gewaschen an, aber mir persönlich gefällt es nicht ganz so. Und dann ja, habe ich halt eben drüber diese weinrote Strickjacke. Das finde ich auch schon so ein bisschen herbstlich angehaucht. Ich bin mal jetzt etwas hintergegangen und dann seht ihr, ja, hier meine Beine. Das ist eine Musterstrumpfhose. An sowas hätte ich mich auch nie rangetraut. Normal ziehe ich immer schwarz an, aber ich dachte mir, okay, komm, versuch mal was Neues. Die ist aktuell auch von H&M und meine Schuhe sind von Jeffrey Campbell. Und dazu kombiniere ich dann noch meine Alexa-Tasche von Mulberry. Das ist momentan so meine absolute Lieblingstasche und ja, die nehme ich eigentlich bei jedem Outfit momentan mit. Aber ja, einfach um euch mal zu zeigen. Ich muss sagen, dass ich immer noch ein kleines bisschen unsicher bin, was diese Strumpfhose und auch dieses High-Waist-Ding angeht. Also ich habe bis jetzt noch nie so eine Hose getragen, sondern immer nur Low-Waist, also Hüft, keine Ahnung, Hüft-Jeans halt. Und dazu dann eine Strumpfhose, aber ja, man muss ja auch mal was Neues ausprobieren. Macht ihr das momentan auch so, also dass ihr vielleicht euch irgendwas gekauft habt, was ihr auf Blogs gesehen habt und jetzt zieht ihr es an und denkt so, oh, steht mir das? Oder probiert ihr gerne neue Sachen aus, weil ich könnte auch in meinem alten Trott bleiben, wieder schwarze Strumpfhose und so anziehen und dann darüber ein schwarzes Top und dann irgendwie so eine Jacke oder so, das mache ich meistens. Aber ich dachte mir, komm, probieren wir was Neues aus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne eine Bewertung geben. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung bitte als Kommentar, das würde mir sehr helfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!